Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute feiern wir den Palmsonntag. Und das Thema an diesem Tag lautet Hosanna. Das bedeutet Einzug zum Kreuzweg. Jesus zieht mit einer kleinen Gruppe seiner Jünger in Jerusalem ein. Unter dem Kreuz werden nur noch Johannes und seine Mutter anzutreffen sein. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 1 bis 10. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage und Bethanien erreichten, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus mit dem Auftrag: Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann sagt einfach: Der Herr braucht das Tier. Aber er wird es bald wieder zurückschicken. Sie machten sich auf den Weg und fanden den Esel draußen auf der Straße an ein Hoftor angebunden. Sie banden ihn los, aber einige Leute, die dabei standen, fragten: Was macht ihr denn da? Warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Da ließ man sie gewähren. Die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Tier und er setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere legten Zweige auf den Weg, die sie von Bäumen auf den Feldern abgerissen hatten. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: Gelobt sei Gott und gepriesen sei, der in seinem Auftrag kommt. Gesegnet sei das Königreich unseres Vorfahren David, das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Liebe Schwestern und Brüder, mit dem Palmsonntag beginnt ja die Heilige Woche. Im deutschen Sprachgebrauch nennen wir sie Karwoche. Das Wort bedeutet Klage, Trauer. Die Karwoche ist aber nicht in erster Linie eine Zeit der Klage und der Trauer. Sie endet ja auch nicht mit dem Karfreitag oder Karsamstag, sondern sie geht in den Ostersieg Jesu über. In dieser Woche feiert die Kirche das sogenannte Pascha-Mysterium. Das heißt, das Geheimnis des Übergangs oder Hindurchgangs. Wir gehen mit Jesus hindurch, durch Leiden, durch Kreuz, durch den Tod, bis zur Auferstehung und Herrlichkeit. Palmsonntag und Karfreitag stehen in einem gewissen Gegensatz. Jesus kommt nach Jerusalem. Es ist der Höhepunkt seines irdischen Lebens. Hier werde sie sein Leben vollenden. Jetzt soll offenbar werden, wozu er in dieser Welt gekommen ist. Er kommt nicht zu Fuß, sondern er sitzt auf einem Esel. Demut und Bescheidenheit sind seine Erkennungszeichen. Der Esel symbolisiert Sanftmut und Geduld. Jesus ist ein König, aber kein furchterregender.
Es erfüllt sich an ihm das Prophetenwort bei Zacharia. Siehe, dein König kommt zu dir, demütig auf einem Esel reitend. Das sind viele Menschen, die Jesus zujubeln. Hosianna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Heute, am Palmsonntag, wollen wir ganz bewusst über Jesus nachdenken. Wir können uns fragen, wer ist Jesus, dass er auf der einen Seite gefeiert und auf der anderen Seite in den Tod gejagt wurde? Vielleicht kann uns diese Frage durch die Karwoche begleiten. Ich kann ganz persönlich fragen, was bedeutet er für mich? Welche seiner Worte und Handlungen sind für mich wichtig? Wir stehen am Anfang der Karwoche. Diese Tage geben uns Gelegenheit, uns neu auf den Weg der Nachfolge zu machen. Für Jesus war es der Wille Gottes, dass er das Leid der Welt auf seinen Schultern nimmt. Es lohnt sich, die Menschen am Palmsonntag in Jerusalem näher zu betrachten. Es könnte ja sein, dass man sich selber unter den versammelten Menschen wiederfindet. Bin ich bei der jubelnden Menge oder eher unbeteiligt im Hintergrund? Bin ich wie die Soldaten, die den Herrn schlagen? Bin ich wie Simon von Cyrene, der müde von der Arbeit kam, aber doch den guten Willen hatte, den Herrn zu helfen? Bin ich wie die Jünger, die Jesus im Stich lassen, in der schwersten Stunde seines Lebens? Bleibe ich wie die Frauen Jesu treu bis unter das Kreuz? Bin ich wie Josef, der heimlich Jünger, der den Leichnam Jesu trägt, um ihn zu begraben? Herr, wir begrüßen und verehren dich heute mit unserem Palmzweigen und Hosianna rufen. Gib uns auch die Kraft und Zuversicht, dich auf seinen Weg zu begleiten, auf den Kreuzweg, der nicht am Karfreitag endet, sondern an Ostern. Amen. Zu Beginn der Heiligen Woche möchte ich Ihnen an der Stelle des Witzes eine Sage erzählen. Die Sage heißt Christus der Pelikan. Ein Land wurde von einer großen Hungersnot befallen. Menschen und Tiere litten Not. Sie wussten nicht, wie sie ihr Leben erhalten konnten. In diesem Land lebte auch ein Pelikan, der sich nicht so sehr um sein Leben, als vielmehr um das Leben seiner Jungen sorgte. Sie forderten Tag für Tag ihre Nahrung. Der Pelikan wusste keinen Ausweg mehr. In seiner großen Not bohrte er sich mit dem Schnabel ein Loch in die Brust und gab sein Blut den Jungen zu trinken. Als die Hungersnot vorüber war, konnten die Jungen
bekräftigt ins Leben hinausfliegen. Der alte Pelikan aber starb. Er hatte sein Blut, sein Leben verschenkt an seine Jünger. So wie der Pelikan verschenkt auch Christus sein Leben aus Liebe zu uns Menschen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Karwoche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!